Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Georgia Schilling. Ich bin die leitende Oberärztin im Asklepios Tumorzentrum Hamburg und möchte Sie gerne zu einem weiteren Webinar in unserer Reihe Onkologie einladen. Und dieses Mal wird es um die personalisierte Medizin in der Onkologie gehen. Vor mehr als 20 Jahren war das aktuelle Cover auf dem Time Magazine. Und da stand drauf, wir haben eine neue Waffe im Krieg gegen den Krebs. Es ging damals um ein neues Medikament, um Gleevec, das praktisch die Onkologie, muss man sagen, revolutioniert hat und die personalisierte Onkologie eingeleitet hat. Und das werde ich Ihnen dann nachher im Vortrag vorstellen, genauso wie weitere Meilensteine in der personalisierten Onkologie. Was ist aber eigentlich personalisierte Medizin? Geht es da um Sie als Patienten? Ich würde sagen, es geht darum, dass wir evidenzbasierte Medizin anbieten. Das heißt Medizin, die auf Studienergebnissen basiert, die aber trotzdem individualisiert ist, das heißt auf Sie zugeschnitten ist und die die richtige Versorgung zur richtigen Zeit dem richtigen Patienten bietet. Mit personalisiert, finde ich, hat das Ganze trotzdem wenig zu tun, weil es geht nicht um Sie als Person, sondern es geht um die molekularen, um die genetischen Veränderungen in Ihren Tumorerkrankungen, die wir detektieren können und die wir jetzt auch behandeln können. Das heißt, es ist eine ganz hochspezialisierte Medizin, die wir anbieten. Und deshalb finde ich ja persönlich den Begriff Präzisionsmedizin viel besser, aber personalisierte Medizin hat sich nun mal durchgesetzt und das ist das Thema. Personalisierte Medizin ist alles andere als eine One-Size-Fits-All-Medizin. Sie stellen sich jetzt mal vor, 100 Patienten mit der gleichen Diagnose. Die wurden, als ich angefangen habe in der Onkologie, und das ist jetzt gute 20 Jahre her, alle gleich behandelt, so wie die hellblaue Gruppe auf dem Dia. Das war die Standardtherapie. Jetzt können wir aber Patienten in dieser Gruppe identifizieren, deren Tumoren spezielle Eigenschaften aufweisen. Und wir können diese Tumoren speziell behandeln. Das ist also die spezialisierte Therapie. Und wir behandeln eben nicht alle Patienten gleich und scheren alle über den gleichen Kamm. Wie hat das Ganze angefangen mit der personalisierten Medizin? Das ist schon einige Jahre her, muss man sagen. Begonnen hat es mit der Entdeckung des Philadelphia-Chromosoms. Das wurde 1960 das erste Mal beschrieben. Sie sehen hier die 46 Chromosomen eines Menschen und da, wo der kleine Pfeil drauf geht, das ist das Philadelphia-Chromosom. Das ist eigentlich viel zu klein. Und erst beschrieben haben das zwei Wissenschaftler, Novel und Hungerford, im Jahr 1960 und es wurde dann eben Philadelphia-Chromosom genannt. 10 Jahre später hat eine Genetikerin, Janet Rowley, herausgefunden, wie es überhaupt zu diesem Philadelphia-Chromosom kommt. Warum ist es so klein? Und Sie sehen hier wieder zwei Chromosomen, 9 und 22. Und an beiden Chromosomen bricht ein Stückchen ab. Und zwei kleinen Stücke, die fusionieren miteinander. Das heißt, die gehen wieder eine Paarung miteinander ein. Und die sind dann das sogenannte Philadelphia-Chromosom. Das war 1973, als Janet Rowley diese Beobachtung im Mikroskop gemacht hat. Und dann hat es ganz schön lange gedauert, nämlich bis 2003, bis wir die ersten Ergebnisse hatten, wo wir uns dieses Philadelphia-Chromosom zu nutzen machen. Das Philadelphia-Chromosom ist ursächlich für eine Erkrankung, die chronisch-myeloische Leukämie heißt. Und die man bis 2003 mit einer Standardtherapie, einer Chemotherapie plus Interferon behandelt hat. Und dieses Philadelphia-Chromosom, das führt letztendlich dazu, dass ein anormales Protein entsteht. Und gegen dieses Protein wurde ein Medikament designt. Das war das Imatinib oder das Gleevec. Das war das, was es dann aufs Cover des Time Magazines geschafft hat.
Und dass dieses neue Designer-Medikament wirksam ist, das wurde in dieser Studie 2003 publiziert und da konnte man eben zeigen, dass Imatinib einen signifikanten, das heißt einen relevanten Vorteil für die Patienten bietet, die es einnehmen, im Gegensatz zur normal zugelassenen Therapie. Auf dem Dia sehen Sie das, da ist ganz oben ist das Imatinib aufgezeichnet, unten die Kombinationstherapie und Imatinib hilft also, das progressionsfreie Überleben signifikant zu verlängern und das Ganze hat sich auch in einen Vorteil im Gesamtüberleben übersetzt. Das heißt, die Patienten, die Imatinib bekommen haben mit einer CML, die haben dann auch länger gelebt. Und das war praktisch der Durchbruch der personalisierten Medizin, muss man sagen. Und fast 15 Jahre später hat die Studiengruppe der IRIS-Studie, das war die damalige Studie, wieder in diesem Journal publiziert, dass dieser Effekt auch über 15 Jahre anhält. Also das ist auch ganz nachhaltig. Das war nicht nur so ein Zufallsbefund, sondern auch im Jahr 2017 konnte man noch zeigen, dass die Therapie mit Imatinib besser war als eine Standardtherapie. Und erfreulicherweise muss man sagen, sind auch die Nebenwirkungen unter dieser Dauertherapie, die die Patienten dann tatsächlich 10, 15 Jahre einnehmen, die werden besser im Verlauf. Am Anfang, das sehen Sie hier, Jahr 1, da sind noch sehr viele Nebenwirkungen zu sehen, aber nach 4 Jahren werden diese Nebenwirkungen weniger. Und das ist natürlich das, worauf wir setzen und bauen und was uns an dieser personalisierten Medizin so freut. Das war jetzt praktisch der Beginn, so hat alles angefangen, aber ich möchte Ihnen gerne noch die anderen Prinzipien zeigen, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, die auch zur personalisierten Medizin zählen und die unser therapeutisches Portfolio total bereichert haben und mit denen wir als Onkologen sehr glücklich sind, muss ich sagen. Und das geben wir natürlich auch gerne an Sie als Patienten weiter. Nächstes Beispiel ist der HER2-neu positive Brustkrebs. Das sind ungefähr 20% der Frauen, die eine Brustkrebserkrankung haben, sind HER2-neu positiv, wie wir sagen. HER2, das sind diese blauen Ballons, die Sie sehen, die liegen auf der Zelloberfläche und wir sprechen von Oberflächenrezeptoren. Über diese Oberflächenrezeptoren werden Signale ins Zellinnere geleitet, in den Zellkern. Und das Signal, was die Zelle erhält, das heißt, werd groß, wachse und teile dich, also der Tumor wächst. Und durch neue Medikamente kann man eben diese Oberflächenrezeptoren attackieren und blockieren und so dafür sorgen, dass eben diese Signaltransduktion, wie es fachmännisch heißt, nicht mehr funktioniert. Und Sie alle sehen die Ys auf dem Bild in lila. Das sind monoklonale Antikörper. Und das ist ein Wirkprinzip, was nicht nur beim Brustkrebs etabliert ist, sondern inzwischen auch bei vielen anderen Erkrankungen. Und darauf werde ich gleich eingehen. Und man kann diesen Rezeptor auch von innen blockieren. Das ist dieses kleine gelbe Teilchen, das Lapatinib. Das ist auch ein neues Medikament. Das blockiert den Oberflächenrezeptor im Inneren der Zelle und es wird, weil es so klein ist, auch als Small Molecule bezeichnet. Jetzt aber zu den monoklonalen Antikörpern. Also die sehen letztendlich aus wie Ys tatsächlich und die können an den Oberflächenrezeptor andocken und dann kommen eben keine Signale in den Zellkern. Und schon 2001 konnte man zeigen, dass bei Patientinnen mit einem fortgeschrittenen metastasierten Brustkrebs die Zugabe dieses Antikörpers zur Chemotherapie das mittlere Gesamtüberleben deutlich verlängern konnte. Mittlerweile setzen wir dieses Trastuzumab, den Antikörper, auch schon vor einer Operation ein und auch danach ein, nicht nur in der metastasierten Situation. Und auch da hat sich dieses Wirkprinzip durchgesetzt. Es gibt aber nicht nur Trastuzumab, es gibt noch einen zweiten Antikörper, der erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist. Der sieht genauso aus, der heißt Pertuzumab, aber der dockt an dem HER2-Rezeptor an einer anderen Stelle an, und zwar an der sogenannten Dimerisierungsdomäne. Was das ist, zeige ich Ihnen gleich in so einem kleinen Filmchen. Und
Dieses Pertuzumab verstärkt praktisch die Wirkung von Trastuzumab. Das ist was ganz Neues und jetzt zeige ich Ihnen, wie Dimerisierung funktioniert. Sie sehen jetzt zwei von diesen Oberflächenrezeptoren. Der eine heißt HER2, der andere heißt HER3. Das ist eine Familie, die gehören zusammen. Insgesamt gibt es vier Stück von denen. Und nicht nur über einen einzelnen Rezeptor werden Signale nach ins Zellinnere geschickt, sondern auch, wenn sich zwei Rezeptoren paaren. Und das geschieht über die Dimerisierungsdomäne. Und dann nähern die sich an und dann werden die Signale ins Zellinnere geschickt. Und die bedeuten auch wieder, wachse, wachse, wachse und heile dich. So, jetzt nochmal auf Anfang. Jetzt blockieren wir diesen Weg und zwar mit dem Pertuzumab. Das dockt an diese Dimerisierungsdomäne an. Und was passiert? HER3 kann sich nicht mit HER2 paaren und es kommt zu keiner Signalübertragung. Das ist also ein neuer Weg, auch Signalübertragung in den Zellkern zu hemmen. Und dann kann man natürlich auch nochmal an beiden Stellen die Antikörper einsetzen. Das heißt, wir haben wieder unser Trastuzumab, was bindet, unser Pertuzumab und es kommt zu keiner Dimerisierung und der HER2-Rezeptor ist völlig ausgenockt. Ganz neues Prinzip und das wurde erstmals 2012 vorgestellt auf dem Europäischen Krebskongress in Madrid. Ich sage das jetzt deshalb, weil ich da war und diese Sitzung, glaube ich, im Leben nie vergessen werde. Das war so beeindruckend. Da hat eine Kollegin aus den USA die Ergebnisse der sogenannten Kleopatra-Studie vorgestellt und da hat man diese beiden Antikörper erstmals in Kombination mit einer Chemotherapie bei metastasierten Brustkrebs eingesetzt und die Ergebnisse, die waren so großartig, dass es in der Riesenhalle mit 10.000 Zuhörern mucksmäuschenstill war und die Kollegin, die das vorgestellt hat, die hat wirklich gezittert in der Stimme, weil es so beeindruckend ist. Sie müssen sich vorstellen, das waren Frauen, die sehr, sehr viel Therapie schon hatten. Und dann hat man diese beiden Antikörper eingesetzt und konnte 6 Monate mehr progressionsfreies Überleben erreichen. Und das, was noch schöner ist, das Ganze hat sich ins Gesamtüberleben übersetzt. Und da waren es mehr als 17 Monate mehr Lebenszeit für die Frauen, die diese duale Blockade bekommen haben. Und das war Revolution. Also solche tollen Zahlen haben wir in der Onkologie selten zu präsentieren. Und das hat wirklich die Therapie des Mammakarzinoms so bereichert bei den HER2-neu-positiven Tumoren. Und wie gesagt, für mich ein Augenblick, den ich nie im Leben vergessen werde. Das war ganz, ganz toll. Aber es geht noch weiter in der Erfolgsstory. Jetzt kommt noch mal ein Antikörper. Sehen Sie wieder dieses lilane Y. Und der hat jetzt da so Stachelkügelchen dran am Ende. Das ist ein Chemomedikament. Und dieses Chemomedikament heißt Emtansin und ist eigentlich so giftig, dass man es nicht wie eine andere Chemotherapie als Infusion verabreichen kann. Aber wenn man es direkt in die Tumorzelle einschleust, dann hat es kaum Nebenwirkungen und ist extrem wirksam. Und das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Man hat also diesen ersten Antikörper mit einer Chemotherapie verknüpft. Die Chemotherapie wird ins Zellinnere geleitet und zerstört die Tumorzelle. Und auch das wurde dann im Jahr 2012, das war ein tolles Jahr für die Behandlung von Brustkrebs, ganz hochrangig im New England Journal publiziert. Und auch hier gab es einen großen Vorteil im progressionsfreien Überleben. Also man konnte den Tumor stoppen und auch im Gesamtüberleben konnten wir Erfolge verzeichnen. Damit weiter zum malignen Melanom und wieder zu einer neuen Veränderung. Sie sehen auch hier wieder Oberflächenrezeptoren, das kennen Sie jetzt schon. Und Sie sehen, Signale werden ins Innere geleitet. Und auf diesem Signalweg liegt irgendwann ein Protein, das heißt RAF. Und wenn dieses RAF verändert ist, dann gibt es inzwischen ein Medikament wie Morafinib,
was auch wieder speziell auf diese Veränderung hingebaut wurde, was auch die Therapie beim Melanom sehr bereichert hat. Das war schon 2011, wo man diese Ergebnisse zeigen konnte. Und man hat auch wieder dieses neue Medikament verglichen mit einer gewöhnlichen Chemotherapie, Dacarbazin. Und ich glaube, Sie sehen das auf den ersten Blick. Das Vemurafenib ist viel besser. Und man hat viele solche Ergebnisse sehen können. Das ist ein PET-CT von einem schwarzen Hautkrebs, der in der Lunge metastasiert ist. Das sehen Sie an diesen kleinen schwarzen Pünktchen im Lungenbereich und auch im Bereich der Achselhöhle Lymphknotenmetastasen gemacht hat. Und dieser Patient ist mit Vemurafenib behandelt worden und Sie sehen dann auf dem rechten Bild, diese ganzen kleinen Flecken sind nicht mehr zu sehen. Also auch hier ein Riesenerfolg und es wird immer spannender, muss ich sagen. Das gilt auch jetzt für eine schwer zu behandelnde Erkrankung wie das Bronchialkarzinom. Früher kannten wir drei oder vier Lungentumoren, Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome und großzellige Karzinome. Und jetzt sehen wir, das sind eigentlich ganz viele verschiedene. Jedes Kuchenstück steht eigentlich für eine bestimmte Art von Lungenkrebs. Und gegen jedes Kuchenstück gibt es inzwischen wirksame Medikamente. Und das bereichert natürlich unsere Therapie enorm. Und gleiches gilt für den Darmkrebs. Das sind 100 Patienten, die Darmkrebs haben, die vor 20 Jahren alle gleich behandelt worden wären mit Chemotherapie. Und bei dem einen hätte es was gebracht, beim anderen nicht. Jetzt weiß man auch, warum das so ist. Auch hier gibt es molekulare Veränderungen. Das sind die verschiedenen Farben, die da dargestellt sind. Und auch hier, wie beim Bronchialkarzinom, sehen Sie, ein Darmkrebs ist nicht gleich Darmkrebs. Und das machen wir uns heute zunutze, indem wir Patienten molekulargenetisch untersuchen. Das heißt, wir machen ganz umfassende genetische Untersuchungen, nicht von Ihnen, sondern von Ihren Tumorgeweben und gucken, sind denn alle 100 gleich? Und da sehen Sie schon, wir screenen jetzt die Patienten und dann sind nicht mehr alle gleich. Wir haben weiße, wir haben orangene und wir haben gelbe Patienten und schwarze. Die sind an verschiedenen Orten. Aber wenn wir die Patienten zum Beispiel für eine Studienteilnahme dann an verschiedenen Orten konzentrieren, dann kann an jedem Ort, zum Beispiel in der Universitätsklinik, die Studie A laufen für die orangenen Patienten, bei den Onkologen die Studie B für die blauen und beim Onkologen B, da läuft die Studie C. Das ist die moderne Studienmedizin. Das heißt, wir sammeln Patienten, die alle in eine Studie können und wir machen nicht an 10 verschiedenen Orten eine Studie, sondern an einem Ort und bekommen von den anderen Orten die Patienten zugewiesen. Und ganz ähnlich wie das funktioniert es auch in unserem Tumorzentrum. Das Tumorzentrum erstreckt sich ja über alle 7 Häuser von Asklepios in Hamburg. Und wir sind so eine, sag ich jetzt mal, zentrale Struktur und sind praktisch das Studienzentrum. Aber Sie können in Barmbek und in St. Georg und in Altona in der gleichen Studie behandelt werden. Und das wird gewährleistet, weil wir Kollegen einsetzen, die wir Flying Study Coordinators nennen oder Flying Doctors nennen, die die Patienten an den verschiedenen Standorten betreuen, in einer Studie, um ihnen eine wohnortnahe Versorgung möglich zu machen. Und Sie alle können sich über unsere Studien informieren, indem Sie auf die Seite des Tumorzentrums gehen. Da gibt es den Studienmonitor und da finden Sie dann diese Auflistung für alle möglichen Erkrankungen. Da klicken Sie auf die Erkrankung drauf, dann geht es weiter. Dann sehen Sie schon, welche Studien gibt es. Ich habe jetzt hier einfach mal das Magenkarzinom als Beispiel. Da gibt es drei Studien, dann kann man jede einzelne Studie auch nochmal anklicken. Und dann sehen Sie, welche Voraussetzungen die Patienten haben müssen, um an der Studie teilnehmen zu können. Also kann sich jeder von Ihnen ganz aktuell informieren, welche Studien das es bei uns gibt. Und jetzt haben wir so viel über molekulares Screening und molekulare Untersuchungen gesprochen. Jetzt möchte ich Ihnen auch noch unsere molekulare Tumorkonferenz vorstellen. Die ist neu. Die gibt es erst seit ein paar Monaten.
Und da wollen wir Patienten diskutieren mit Kollegen aus anderen Häusern, mit unseren Pathologen. Macht es Sinn, diese Patienten molekulargenetisch zu untersuchen oder besser gesagt ihren Tumor zu suchen? Das nennt man dann Multipanel-Testung, weil wir uns erhoffen, wir finden dadurch Zielstrukturen, die wir mit bestimmten Medikamenten behandeln können. Und das machen wir bei Patienten, die ganz seltene Tumoren haben, wo es wenig Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und das machen wir bei Patienten, die schon viele, viele Therapien hatten und wo wir einfach auf der Suche nach was Neuem sind. Also wenn nach leitliniengerechter Behandlung, wie wir sagen, weitere Therapieoptionen fehlen. Und diese Patienten wollen wir dann natürlich in Studien behandeln und durchaus auch in Studien behandeln, die außerhalb Hamburgs stattfinden. Wir wollen es dem Patienten zumindest anbieten, dass er die Chance vielleicht hat, an einer Studie teilzunehmen, die in Hannover läuft, aber nicht in Hamburg, wo er eben aufgrund seiner genetischen Veränderung gut reinpasst. Das Board findet immer alle 14 Tage statt, morgens. Wir machen das als Skype-Konferenz, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern von Anfang an. So können wir eben alle aus allen Häusern praktisch einbeziehen. Und ganz zum Schluss noch eine Studie, die in dieses Portfolio ganz toll passt. Das ist die Ragnar-Studie. Das ist eine Studie, in die Patienten passen, die eine bestimmte molekulare Veränderung haben und die schon viele Therapien hatten. Und es ist egal, wie der Tumor heißt, also ob das Bauchspeicheldrüsenkrebs ist oder Brustkrebs, das ist egal. Der Tumor muss eine Veränderung aufweisen und dann kann man an dieser Studie teilnehmen. Und wenn Sie Interesse an den Studien haben oder an unserer Arbeit, Sie sehen ganz viele E-Mail-Adressen aufgelistet auf dieser Folie und da können Sie uns jederzeit anmailen, auch wenn Sie jetzt nach diesem Vortrag weitere Fragen haben. Dann schicken Sie uns eine Mail und dann beantworten wir die auch gerne. Und was Sie mit nach Hause nehmen sollen, zielgerichtete Therapien, die auf molekularen Veränderungen beruhen, die bereichern unser therapeutisches Portfolio. Wichtig ist aber, und ich glaube, das konnten Sie sehen, es sind sehr viele kleine Gruppen, die diese Veränderungen haben. Deswegen ist es wichtig, diese kleinen Gruppen zusammenzubringen und im Rahmen von Studien neue Medikamente zu testen. Und das macht eben die personalisierte Medizin aus, das richtige Medikament dem richtigen Patienten zu geben. Das ist eine Herausforderung, aber ich sage jetzt mal, wir arbeiten dran und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.